Bisphenol A, die Ursache für steigende Geschlechtsidentitätsstörungen bei Kindern und Jugendlichen? Fragezeichen. In diesem Video behandeln wir hormonaktive Substanzen im Wasser, die bereits im Embryostadium im Mutterleib Geschlechtsidentitätsstörungen auslösen können. Das ist krass. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community, an die einzig wahre Love Gang. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von 9 Minuten Wechsel die Perspektive. Das Video heißt Bisphenol A, die Ursache für steigende Geschlechtsidentitätsstörungen bei Kindern und Jugendlichen? Fragezeichen. Also es ist eine Schwurbelei. Wir brauchen definitiv für das Video ein Aluhütchen, denn der jüngste Bruder von 9 Minuten stellt quasi die Frage, ob das, was im Wasser immer mehr gefunden wird, eventuell dafür sorgt, dass Kinder mehr Geschlechtsidentitätsstörungen haben. Das ist eine krasse, ich sag dazu erstmal nichts, wir gucken uns das Video an. Ich liebe euch, Peter geht los, Digi, und los. So, liebe Freunde, in diesem Video behandeln wir hormonaktive Substanzen im Wasser, die bereits im Embryostadium im Mutterleib Geschlechtsidentitätsstörungen auslösen können. Das ist krass. Das ist eine krasse Theorie. Ich habe mal von der Theorie gehört, dass auch dieses Mikroplastik, was teilweise auch im Wasser drin ist, ne, gerade in Ländern, wo es warm ist, zum Beispiel hier in Lateinamerika, wo auch die meisten Leute Wasser aus Plastikflaschen trinken, dass die dazu tendieren, auch so diese Ufer-Vibes zu schieben. Weißt du, wie ich meine? Also ein bisschen Transgenderism und so. Mehr ist da. I don't know, Bro. Das ist Theorien, die ich mal gehört habe. Klingt absurd. Nun, wie bereits bekannt, gelangen Restspuren von Medikamenten wie Hormonpräparaten, einschließlich Antibabypillen und anderen künstlichen Östrogenen, durch ausgeschiedenen Urin in die Klospülung und fließen dann in Kläranlagen. Dort erfolgt ein unvollständiger Abbau von teilweise synthetischen Hormonen wie Estradiol, Ethinylestradiol, Bisphenol A, Gestagen und auch Testosteron. Weder Wasserwerke, geschweige denn heimische Wasserfilter, sind in der Lage, diese Stoffe restlos zu entfernen. Okay. Die verbleibenden hormonellen Medikamente und Chemikalien gelangen anschließend über die Abwässer wieder zurück in unser Leitungswasser. Macht so erstmal auch Sinn, ne? Dass wir nicht schaffen, alles rauszubekommen aus dem Wasser. Bei Bisphenol A handelt es sich um eine besonders besorgniserregende Chemikalie, die selbst bei niedriger Dosierung mit Gesundheits- und Umweltproblemen in Verbindung gebracht wird. Menschen nehmen die Substanz nicht nur über das Wasser auf, sondern auch mit der Nahrung, über Luft und Staub, die als mögliche Quellen dienen. Bisphenol A wird beispielsweise zur Herstellung von Polycarbonat verwendet. So. Kunststoff, der vor allem für die Produktion von Plastik und Verpackungen genutzt wird. Das ist halt auch überall am Start, ne? Diese Plastikscheiße. Auch Menstruationsprodukte wie Binden und Tampons können bis zu 90% aus Plastik bestehen. Haut? Bei Haut? Wie hormonell wirksames Bisphenol A enthalten ist. Übrigens begann die Massenproduktion von Plastik sowie PET-Flaschen in den 70er Jahren. Ebenso lassen sich seit den 70er Jahren laut wissenschaftlicher Veröffentlichung sowie staatlicher Überwachungsprogramme weit verbreitete Vorkommen von Bisphenol A in Gewässern und Flüssen nachweisen. Tierversuchen konnten schon in geringen Konzentrationen Organmissbildung sowie Beeinträchtigung der Gehirnentwicklung und der Fortpflanzung festgestellt werden. Krass, Digga. Aber damit nicht genug. Naturwissenschaftler haben mittlerweile seit einigen Jahren hormonelle Veränderungen bei den Fischen festgestellt. Wollte ich gerade sagen, Digga, Fische sind doch auch dann Transformer-Fische geworden irgendwie. Durch zu viel Plastik im Wasser. Eine Verweiblichung heimischer Fischarten wird beobachtet, die mit den Hormonrückständen im Flusswasser in Verbindung zu stehen scheint. Krass, Digga. Diese Vermutung ist mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt worden. Wow. Bro. 2018 scheiterte ein EU-weites Verbot von Bisphenol A im EU-Umweltausschuss. Damit bleibt dieses schädliche Hormongift weiterhin in Lebensmittelverpackungen erlaubt. Jedoch wurde entschieden, dass es nicht mehr in Kunststoffflaschen und Verpackungen erlaubt ist. Okay. Nur in Deutschland? Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder unter 3 Jahren enthalten. Also speziell für Kleinkinder ist das nicht erlaubt, aber generell ist das immer noch vorhanden, sagst du? Das Ding ist, einfach weniger Plastik ging davor auch ohne. Das Problem ist ja, dass alles Plastik ist. Weißt du, Mikroplastik ist ja überall.
Das ist ja nicht nur die Flaschen, die du zum Trinken benutzt. So. Das ist ja überall hier, gerade an diesem Popschutzfilter. Das ist an deiner Verpackung für irgendwelche Medikamente, Cremes, Zahnpasta. Bro, Ketchup, dein Käse ist verpackt in Plastik, deine Butter ist verpackt in Plastik, dein Proteinshake, dein Kaffee, dein fucking... Bro, Plastik ist überall. Kondome. Handyhülle. Wie gefährlich ist das künstliche Hormon Bisphenol A? Es steckt in zahlreichen Gütern, denn es macht Plastik hart und ansehnlich. Die Industrie darf es verarbeiten. Auf der Liste giftiger Chemikalien findet man es nicht. Einmal verarbeitet in Konservendosen oder Plastikflaschen, kann es allerdings wieder austreten und dann in die Nahrungskette gelangen, besonders bei Erhitzung. Was Bisphenol A in minimalen Dosen anrichtet, zeigt dieser Tierversuch. Die Zwillingsmaus, die Bisphenol das sind Zwillinge? Bekommt, wird extrem fettleibig. What the fuck? Die Schwester entwickelt sich normal. Auch okay, das wild. Brustgewebe von Mäuseföten zeigt eine anormale Vermehrung von Brustdrüsen bei Bisphenol A-Zugabe. Vergrößerte Prostata, Veränderung des Gehirns, sogar eine Veränderung des Sexualverhaltens. Scheiße. Wir wissen gar nicht... Die öffentlichen Studien wiesen fast immer auf gesundheitliche Schäden hin. Wohingegen die industriell gesponserten Studien Entwarnung gaben. Nun, obwohl die Konzentration von... Digga, ich fühle den so krass, ne? Den Kanal echt, ich fühle seine Stimme einfach mega. Hormonpräparaten im Trinkwasser in der Regel niedrig sind, können sie bei langfristiger Aufnahme durchaus negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Sie können das endokrine System und unseren Hormonhaushalt beeinflussen oder sogar nachhaltig verändern, wie aus zahlreichen Studien hervorgeht. Dies kann zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, darunter nicht nur reproduktive Störungen, sondern auch Krebs und neurologische Probleme. Es ist wichtig zu bedenken, dass Grenzwerte immer nur für eine einzelne Chemikalie ermittelt werden. Im Alltag sind wir jedoch gleichzeitig vielen verschiedenen Chemikalien und anderen Faktoren ausgesetzt, die unseren Hormonhaushalt beeinflussen können. Dazu gehören Zusatzstoffe in Lebensmitteln, Chemikalien in Kosmetika, Umweltgiften wie Strahlenbelastung, sowie emotionale und psychische Belastung, falsche Ernährung und Schlafmangel. Diese können sich in ihren schädlichen Wirkungen gemeinsam verstärken, sozusagen als Cocktaileffekt. Ja, deswegen müssen wir halt immer bewusster werden im Umgang mit allem und versuchen auf so vielen Ebenen wie möglich gesunde Menschen zu sein. Ganzheitlich, nicht nur eine Sache, weißt du? Nebenbei möchte ich hierzu an das zelluläre Gedächtnis hinweisen und die Rolle von Wasser als Energie- und Informationsträger. Digga, geiles Video, Mann. Hast du gut aufgearbeitet, mein Jutster. Mit dem Potenzierungsverfahren aus der Homöopathie. Um explizit nochmal auf Bisphenol A zurückzukommen. Es kann hormonell gesteuerte Entwicklungsprozesse stören und insbesondere während der Schwangerschaft kritische gesundheitliche Effekte auf das ungeborene Kind haben. Es könnte durchaus ein Faktor für den tendenziell enormen Anstieg der Transsexualität sein. Eine aktuelle Studie zeigt, dass hormonelle Störungen während der Embryonalentwicklung offensichtlich dazu beitragen, dass ein Mensch mit einer Geschlechtsidentitätsstörung geboren wird. Und dann wirst du noch von TikTok und von den Öffentlich-Rechtlichen und dem Kindergarten und in der Schule vollgemüllt mit der Scheiße. So. Und dann haben wir die Zustände, die wir heutzutage haben. Ne? Dass immer mehr Kids denken, dass sie im falschen Körper geboren sind und irgendwie ein anderes Geschlecht eigentlich sind oder geschlechtsneutral sind oder Kokosnusswasser oder was auch immer so. Hunde, Katzen, Eichhörnchen. Männer verspüren beispielsweise eher den Wunsch, als Frau zu leben, wenn sie als Kinder im Mutterleib einem niedrigen Testosteronspiegel ausgesetzt waren. Die Transsexualität zeigt sich auch in Hirnscans, wobei die Hirnströme von jungen Menschen mit einer Geschlechtsidentitätsstörung charakteristisch denen ihres bevorzugten Geschlechts ähneln. Krass, Digga, what the fuck? Der ist schon gut reingegangen, ne? Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter diesem Phänomen leiden, ist in Deutschland in den letzten Jahren laut Auskunft des Deutschen Ethikrats sehr stark gestiegen. Guck's dir an, Digga, ist ein Trend. Ebenso wie die Zahlen transsexueller Menschen in anderen Ländern. Einige Studien zeigen, dass etwa 0,5 bis 1% der Erwachsenen und 1 bis 8% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sich als... Die tun mir voll leid, die Kids, sag ich dir ehrlich.
die sind halt in den falschen Händen auch teilweise, weißt du? Die helfen denen nicht wirklich mit diesen Sachen, so. Dass sie ihre Genitalien abschneiden und so. Und dann halt sich voll in das andere Geschlecht reinlehnen, so, und dann. Das tut mir voll leid, ich schwör. Weil als Kind bist du noch unschuldig, so. Du weißt gar nicht, was abgeht richtig. Du weißt gar nicht, warum du dich komisch fühlst und so. Wir waren ja alle, haben unsere Identitätskrisen gehabt in der Kindheit, weißt du? Wo wir jung waren. Was geht hier eigentlich ab und so? Wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier und so? Bla, bla, bla. Und dann kommt diese ganze Verwirrung noch mit rein, die heutzutage im Fernsehen, in Politik, von Politik gepusht wird, in den Schulen etc., auf TikTok und so. Und dann verlierst du dich komplett und landest irgendwo, was gar nichts mehr mit dir zu tun hat als Mensch. So. Transgender oder auch divers identifizieren. Übrigens wurde 2013 im Klassifikationssystem für psychische Störungen, dem DSM-5, Geschlechtsdysphorie als ein Spektrum von Möglichkeiten aufgeführt, somit auch jenseits von Binaritäten. Mann, 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 was es nicht alles gibt heutzutage. Um es festzuhalten, vor etwa 30 Jahren gab es etwa 3000 Transsexuelle in Deutschland, während es heute über 24.000 sind. Es ist jedoch schwierig, 3.000 und jetzt 24.000? Um es festzuhalten, vor etwa 30 Jahren gab es etwa 3.000 Transsexuelle in Deutschland, während es heute über 24.000 sind. Es ist jedoch schwierig, eine genaue Zahl über Geschlechter- und Altersverteilung von Transsexuellen festzustellen, da sich auch viele möglicherweise noch aus Gründen wie soziale Ausgrenzung nicht outen möchten. Dunkelziffer, ja. Transsexualität ist aber nicht nur ein komplexes, rein biologisches, sondern auch psychosoziales Problem. Extrem. Implikationen ergeben sich insbesondere aus den entwicklungspsychologischen und sozialdynamischen Einflussfaktoren. Hier, Cumbrellas. Die Dinger wurden... Bro, habe ich auch im letzten Video schon erzählt, ne? Ich muss es hier nochmal sagen, ist mir egal. Ich habe gehört, dass diese Dinger entwickelt wurden für Prostituierte. Damit die keinen Erguss in die Augen reinbekommen. Müsst ihr mal euch überlegen. Und heute ist das Trend. Cumbrellas haben die genannt damals. So, scheißegal. Ich erwähne das jetzt jedes Mal, wenn ich die Dinger sehe. Ich finde die auch voll unnötig. Wenn ich Mädels sehe mit so langen Lashes, bin ich abgetarnt. Bereits im frühen Alter auf die Kinder über Bildungseinrichtungen. Da ist es wieder, Digga. Papi, hast du ein Baby im Bauch? Nee, hat er nicht. Medien und auch gesellschaftlich eingewirkt und werden Kinder und Jugendliche gerade in der Orientierungs- und Selbstfindungsphase dahingehend verstärkt verwirrt. Ja. Hormon. Papi wird auch immer mehr femininer, so heutzutage. Frauen werden maskuliner, Männer werden femininer, auch bewusst herbeigerufen, diese Entwicklung. Und das hat alles einen Effekt. Können bereits ab dem 14. Lebensjahr durchgeführt werden. Bei vorzeitiger Pubertät behandeln Mediziner sogar Mädchen unter 9 und Jungen. Das muss meiner Meinung nach strafbar sein, sowas. Unter 10 Jahren mit GnRH-Analogen, um die Pubertätsentwicklung hinauszuzögern, bis eine Entscheidung hinsichtlich des Geschlechts getroffen werden kann. Gleichzeitig häufen sich jedoch auch die Berichte von Menschen, die ihre Geschlechtsumwandlung bereuen und schließlich realisieren, dass der Leidensdruck im falschen Körper und der verzweifelte Versuch, die Lebensqualität zu steigern, letztendlich in einem Dilemma endeten. Natürlich endet das in dir. Du kämpfst gegen deine eigene Natürlichkeit und irgendwann wird eventuell, und wenn du bewusster wirst, wirst du das immer mehr spüren, was eigentlich dein natürliches, von Gott gegebenes, biologisches Ich ist. Und du hast dagegen gekämpft vielleicht jahrelang und hast dir teilweise Gliedmaßen abgeschnitten und so und hast dann diesen Aufwachmoment. Das muss hart sein und deswegen verurteile ich das auch so hart. Und deswegen finde ich auch, dass diese Ärzte und Psychologen etc., die sowas zulassen und da mitmachen gerade aktuell, das muss strafbar sein eigentlich. Damit zerstörst du Leben. Es ist wichtig zu betonen, dass Geschlechtsumwandlungen irreversibel sind. So. Da gibt's nichts mehr zurück. Einmal abgeschnitten den Peter da unten, dann ist er weg. Der kommt dann auch nicht mehr wieder. Wie muss sich das anfühlen? Mitte Januar dann erneut Termin in der Transgender-Sprechstunde in Homburg. Ist Transgender-Sprechstunde, ja. Ist die Zeit gekommen, über eine Hormonblockade zu entscheiden? Ava und... Bro, diese armen Kinder, Mann. Das tut mir voll weh. Das tut voll weh, Digga, ich schwöre. Tina sind angespannt. Dass wir irgendwann damit anfangen,
ist mir bewusst, ist auch der Ava bewusst. Mit was? Mit den Hormonblockern und dann später mit den anderen Hormonen. Ich schwöre, ich bin kurz vor den Tränen. Weil ansonsten... gibt es keine Lilia-Rosen. Also sonst bin ich Junge. Sonst bist du ein Junge, sonst bleibt das. Also sonst kommt ja die Pubertät vom Jungen. Ja. Willst du die Pubertät vom Jungen? Nee. Ja. Und also deswegen haben wir als Umkehrschluss... müssen wir dann halt irgendwann anfangen. Spritzen. Hormonblocker können erst gegeben werden, wenn die Pubertät eingesetzt hat. Sie würden diese dann abbremsen. Frage. Das ist hart, Mann. Ist das die Mutter? Ja, das ist die Mutter. Wie konnte sich das Bild von traditionellen Familienstrukturen, die sich über Jahrtausende hinweg auf natürliche Weise entwickeln... Man muss sich doch mal fragen, wenn so ein kleines Mädchen, wenn du die fragst, willst du die Pubertät von einem Jungen oder was auch immer, und die sagt, nein. Es war ein Junge, ne? Keine Ahnung, Digga. Und die sagt nein. Wo kommt dieses Nein her? Wer hat ihr das so eingetrichtert? Kinder sind programmierbar und zwar easy. Die haben das irgendwo her. So, das kommt nicht einfach so. Da muss man sich mal fragen, wo hatten die das her? Warum sagten die jetzt nein? Als Mutter, weißt du, wie ich meine? Da muss man sich mal damit auch auseinandersetzen. Digga, das ist krass. ...bewährt haben, innerhalb weniger Jahrzehnte epochal und tiefgreifend verändern. Seit geraumer Zeit werden über die Medien neue Familienmodelle propagiert und als neue Normalität sowie Anzeichen einer progressiven Gesellschaft beworben. Ja, es soll uns angebliche Freiheit suggerieren. Solche Bilder. Aber gegen Corona darfst du trotzdem nichts sagen. Das zeigt euch, dass es ein Schwachsinn. Die traditionellen Geschlechterrollen und die... Ja, ich kann ja draußen rumlaufen mit meiner Transgender-Flagge und mich identifizieren, als was ich will. So frei waren wir noch nie. Zwischen das ist eigentlich nicht lustig, Digga. Ich würde lieber weinen, anstatt lachen. Und Frau werden fast schon als veraltetes Modell dargestellt. Und der guckt dir sowas an. Guck's dir an. Sowas wird im Fernsehen zugelassen oder in Werbungen und so. Das ist werbefreundlich. Ein Lovelock, der da sitzt und was gegen Corona sagt, der wird gecancelt. Eingeschränkt. Nicht werbefreundlich. Nicht brandsafe. Der Was geht? Festhält, wird als rückschrittlich angeprangert. Ungeachtet dessen hätte die menschliche Zivilisation in der Vergangenheit unter diesen neuzeitlichen Phänomenen keineswegs lange überleben können. Facts. Es ist ein tiefgreifender Einschnitt, ein psychosozialer Prozess. Der Bruder wird nicht kämpfen, wenn wir hier kurz vorm Ende stehen, so. Glaubst du aber. Der innerhalb von 5 Jahrzehnten die restlichen tausende von Jahren Zivilisationsgeschichte auf den Kopf gestellt hat. Ich schwör's dir, Digga. Das Video ist wieder richtig gut geworden, ne, von ihm, finde ich. Tiefgreifender Einschnitt, ein psychosozialer Prozess, der innerhalb von 5 Jahrzehnten die restlichen tausende von Jahren Zivilisationsgeschichte auf den Kopf gestellt hat. Paar Jahrzehnte, Digi, haben die alles kaputt gemacht. Feminismus ganz vorne mit dabei auch, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ist es sexuelle Revolution und so ein Scheiß. Kurios, dass diese sozialgesellschaftlichen Entwicklungen zeitlich relativ nah beieinander liegen mit den utopischen und transhumanistischen Wahnvorstellungen. Das ist kein Zufall, Majutster. Das ist kein Zufall. Es könnte glatt der Eindruck entstehen, dass dies als Übergangsphase gelten mag. Denn in naher Zukunft wird es biologisch noch irrelevanter sein, dass das... Guckst du an hier. Was machst du da, Junge? Was? So ein Konzept, Bro. Hätte mir das einer in der Kindheit erzählt, dass das mal so weit kommen würde, dass so ein Bengel da rumsitzt und vor unseren Kindern vorliest, so, dann hätte ich gesagt, nee, Digga, niemals, was laberst du, Bro? Digga, ist normal geworden. Zeugen klassisch durch Mann und Frau erfolgt, als von transgeschlechtlichen Ehepaaren oder anderen Geschlechtsidentitäten. Bruder, ich hab auch nichts gegen die, weißt du, wie ich meine? Die sollen doch machen, was die wollen. Bro, ist doch alles gut. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du gerne eine Frau sein willst und dich jetzt die verkleiden willst und so und dein Ding machen willst, so zieh durch, Mann, ich bin ein Menschenfreund, weißt du, wie ich meine? Zieh durch.
Ist manchmal, sieht ein bisschen komisch aus und so, aber ich würde niemals jetzt so jemanden dann auf der Straße einfach ansprechen oder irgendwie fertig machen oder beleidigen oder was auch immer so. Aber bleib mal weg von meinen Kindern. Was hast du im Kindergarten verloren? Nichts. Hör auf, auch meine Kinder zu beeinflussen und denen zu sagen, dass die irgendwie ein anderes Geschlecht sind oder so. Das auch nicht. Mach das du für dich privat und dann ist auch alles gut. Aber diese Beeinflussung, gerade von den Kids, das ist die Sache. Das ist das Extreme. Das ist das, wo ich sage, nee. So. Was die Menschen in ihren eigenen vier Wänden machen oder wie die sich gerne anziehen oder nicht, das ist ja nicht mein Bier. Sexualisierung erfolgte gleichermaßen die Demoralisierung der Gesellschaft. Und können wir uns kümmern? Obwohl es halt schon, ja. Sich auf weitere Perversionen, vor allem im Hinblick auf die Frühsexualisierung einstellen, in dem Grenzen überschritten werden und in Bereiche vorgestoßen wird, an dem es kein Zurück gibt. Facts. Digga, starkes Video, sag ich dir so, wie es ist. Guter Mann. Mann, abonniert den Kanal, meine lieben Freunde, bitte hier. 1760 Abonnenten. Kann nicht wahr sein. Video ist natürlich unten verlinkt in der Beschreibung. Geht mal rüber, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert mal den Kanal, der macht echt guten Job. Ich sag dir so, wie es ist. Der hat gute Videos, sehr starke Videos. Wir werden öfter auf ihn reagieren und versuchen, ihn ein bisschen von der Reichweite her auch mit aufzubauen hier. Weißt du? Das ist nämlich eine positive, gute Sache, die ich gerne mache. Und so. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Peace out.